Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu unserem neuen Video. Ich bin Duje Derfer und bei mir ist... Auch Derfer. Nein, immer noch nicht Derfer. Riven, Homo Fürst seines Zeichens. Und wir spielen für euch Versus The Binding of Isaac. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Mit Start und Start. Wir können ja nebenbei erklären, worum es geht und was wir überhaupt machen und wieso wir das machen und warum wir keine Freizeit haben. Beziehungsweise keine Freunde. Im Prinzip machen wir das schon zum dritten Mal. Ja, wir machen das schon zum dritten Mal. Da du einfach nur unfähig bist. Nein. Doch, du bist unfähig. Beim ersten Mal rumjammern. Die Auflösung ist so Mist. Das lässt sich so kacke rendern. Lass uns das nochmal machen. Beim zweiten Mal gar nichts aufnehmen. Wenn Fraps einfriert, dann heißt das nicht, dass ich nicht aufgenommen habe. Natürlich. Ich hatte immerhin eine 100 GB große Datei. Die nur 3,9 GB groß war. Stimmt, ja. Klingt sehr überzeugt. Naja, ich habe schon meinen ersten Boss hier. Wirklich, wen denn? Lass mich raten, Larry. Slot. Ich weiß nicht, das ist grün und kotzt. Ich glaube, das... Warte, welche Sünde ist denn das? Ich glaube, das ist Trägheit. Das weiß ich nicht, das ist mir im Prinzip auch relativ... Du musst dich da ein bisschen damit auskennen, beschäftigen. Ich meine, das hier ist ja ein Bibelspiel. Der ist grün und schmeißt mit Kotze. Den will ich nicht kennen. Ach ja, zur Geschichte von The Binding of Isaac. Wir spielen ein kleines weinendes Kind, welches im Keller herumirrt, weil seine Mutter ihn töten will. Weil Gott es ihr befohlen hat. Und hier unten machen wir alles mit unseren Tränen kaputt. Geboot. Ja. Ich bin gleich tot. Und wir werden das... Ein halbes Herz. Schön für dich. Oh, ich bin tot. Freut mich. Wow. Das war der schnellste Tod ever nach 2 Minuten. Gegen wen bist du denn gestorben? Immer noch gegen Sloth? Nee, gegen eine Fliege. Ein Tod deines würdig. Die ist deines... Ach, egal, du weißt. Ach ja, wir werden dieses Spiel so lange spielen, bis wir es endgültig durch haben. Also 10 Mal oder so. Ja, das ist lustig. So lustig. Und bis jetzt... Rede du zuerst. Nein, rede du. Ich würde sagen, bis jetzt hab ich es einmal geschafft, bis zur Mom zu kommen, was aber nicht das letzte Level war. Und du bist bis jetzt kläglich an allem gescheitert. Ich war bei Depp 1. Naja, das ist... Also ein Level vor Mom. Nah dran. Ja, man muss dazu sagen, dass du auch um einiges mehr gespielt hast. Ja, natürlich. Ich habe hier ein bisschen vorgesuchtet. Ich habe mir das Spiel ja nicht für umsonst geschenkt. Hey, ich habe Larry Junior. Ja, rede bitte deinen Satz weiter, der ist gerade interessant. Ich habe mir das Spiel ja nicht für umsonst schenken lassen, damit ich es nicht spiele. So, weißt du? Ich spiele gerne Spiele, die ich habe. Und guck sie mir nicht nur an in meiner Steam-Bibliothek und denk, oh, das ist aber ein schönes Spiel. Gut, dass jemand dafür Geld ausgegeben hat. Ja, gut, dass du das warst. Ja, ich sag hier jemand. Ich habe nicht gesagt ich. Denn dieses Spiel wurde mir gestiftet. Und zwar von... Bam, bam, bam. Überraschung. Ja, und dir. Larry, nein, no. Duke of Life. Aha, verdammt. Die Scheiße steht mir im Weg. Ich bin der Magier. Und ich schieße lila Balls. Ach, hast du schon wieder deine Cheats aktiviert? Hä? Du hast Cheats aktiviert? Nein, nein, ich habe die Magierkarte gezogen. Warum ist hier im Bossraum jetzt ein schwarzer Stein? Ich habe keine Bomben. Ich glaube, den... Was ist denn das für ein... Ist der... Ja, okay, gut. Ich rede am besten nicht weiter. Ist ehrlich, schwul. Doch, rede. Nein. Warum, Meier? Lass den schwarzen Stein doch einfach schwarzen Stein sein. Kriegst du eh nur Crap raus. Nein, da sind immer gute Items von. Ja, gute Items. So gut. Ja, teilweise. Alter, wie viel Fliegen kostet denn der Spaß aus? Ja, das ist der Duke of Flies. Ja, ich würde trotzdem gerne mal aus der Ecke kommen. Au, 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 au. Oh. Kurz vor Tod. Und doch gewonnen. Niemand kann mich defeaten. Boah, gewonnen.
Ah, hey. Gleich hier, Geschenkraum. Und das Anarchistenbuch. Super. Das wollte ich schon immer haben. Das Born Trollbomb, oder? Ein monströser Zahn aufgetaucht. Was? 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 Penis. Du kannst ja mal unser anderes tolles Versus ansprechen. Unser anderes tolles Versus? Wir haben noch ein anderes tolles Versus. Ja, Morrowind achtfach. Ach ja, Morrowind achtfach. ja. Liebe Leute, das war eine geniale Idee, die der gutste Riven da hatte. Er hat vorgeschlagen, dass ich jeweils 4-mal eine Stunde Morrowind aufspiele, und zwar einmal als was alles? Magier, Bogenschütze, Krieger und einmal komplett nackt. Ja, und dass ich jedes davon einzeln kommentiere und er macht dasselbe nochmal. Und dann schneiden wir das alles in einem Video zusammen, also legen das so nebeneinander, übereinander. Und dann haben wir ein awesome Video, welches irgendwie keinen Zweck erfüllt, oder? Außer dem puren Zweck der Sinnlosigkeit. Wer möchte uns denn bitte 8-fach labern hören, beziehungsweise 16-fach? Ich glaube, den meisten Leuten reicht das hier schon. Ja, noch nicht mal die. Doch. Glaub mir, es gibt keine solchen großen Morrowind-Fans, die sich das hier anschauen würden. Die haben sogar deinen ersten Part. Die haben sogar meinen ersten Part. Was? Was jetzt gerade? Oh, er ist still. Was? Nein, du warst still. Nein. Wir hatten aber gerade ein paar Connection-Probleme. Ha? Kann sein, ja. Hey, der... Ich hab gesagt, die Leute haben sogar deinen ersten Part geschaut. Ja, und der war eben kacke. Und der ist auch heute noch kacke. Dann gucken sie Robin 8-fach auf. Das ist aber 16-fach kacke. Das will niemand sehen, wie wir uns dadurch Morrowind schleichen. Ah. Und vor allem jeweils nur eine Stunde. Oder machen wir dann viele Videos, gut ankommt, die... machen wir ja weiter. Oh Gott. Aber ich kann... Muss ja nicht so bleiben. Ah. Ich habe irgendwie keine Nerven dafür und auch keine Zeit, um 4 Stunden lang Morrowind aufzunehmen, und zwar immer dasselbe. Vor allem mache ich in der ersten Stunde sowieso meistens nie irgendwas. Ey, Last. Das ist der einfachste Boss von allen. Wirklich? Rennt einem doch hinterher. Ja. Der will dich voll rapen. Der liebt dich. Der macht gar nichts. Das ist nicht gut. Pillen. Oh no, oh, ich schmeiß Bomben. Nichts wie der Superboss in Skyrim. Ich muss das hier nochmal erwähnen. Haha. Der auch nichts gemacht hat. Achso, ja. Nee, du hast gecheatet. Ich habe überhaupt nicht gecheatet. Du hast gesagt, ich soll auf Hard stellen, und ich habe auf Hard gestellt, und dann hat er sich nicht mehr gewehrt. Kann ich nichts für. Oh, der Herr der Fliegen nervt. Da habe ich schon meine coolen Snake-Tränen. Ich habe maximalen Feuerspeed. Wirklich? Wo hast du den denn her? Genau, ich habe eine Schaufel oder sowas gefunden. Die Schaufel ist ja awesome. Irgendwas Schwarzes. Kein Neger. Gib's doch zu, der Neger feuert jetzt immer für dich. Ja, der verkauft Drogen für mich. Damit wirst du high und schnell. Und habe ich schon schnell erwähnt. Und hi. Oh mein Gott, eine radioaktive Spinne, und ich muss da weg. Ha. Ja, wie findet man die denn? Ich habe keine Ahnung. Kommt die einfach? Ich weiß es doch nicht. Frag mich doch nicht. Ich glaube, das ist auch so ein dämliches Item, was man kriegen kann. Ja, wenn man sich besonders viel anstrengt. Boah, habe ich einen Coin aus der Slotmaschine bekommen. Naja. Die hast du rein, einen Coin hast du reingesteckt und einen sollst du auch wieder rauskriegen. Ja. Ist doch mehr als fair, würde ich sagen. Ich find's scheiße. Und dafür sprengst du das Ding jetzt. Stimmt's? Ich habe keine Bomben mehr. Haha, jetzt kannst du mal sehen, wie es mir die ganze Zeit ging. Dafür habe ich 4 Schlüssel. Vier Schlüssel? Ja, ich habe 2 Bomben und 4. Nee. 2 Schlüssel und 4 Bomben. So rum. Yay, ein Shop. Ein Shop? Boah, helf ab für 15 Gold. Und wie viel Gold hast du? 3. 0. Ahaha.
Das kommt, wenn man ich hab mir dafür alles eine Bombe sein gekauft. Glücksspiel-Dingens. Ich habe mir eine Bombe gekauft und spreng jetzt den Automaten. Dann kriege ich 4 Coins. Toll. Ich habe 5 bezahlt. Low. Oh, noch ein Sword Machine. Die kannst du auch sprengen? Nö. Nö, aber keine Bombe mehr. Was hoffst du dir von diesen 4 Coins? Pilz mit maximal Damage. Wirklich? Boah, so was gibt's? Explodiert. Ich hab 4 Coins reingesteckt und explodiert und hab mir 3 gegeben. Das kommt, wenn man so gierig ist, würde ich sagen. Warum? Ich hab 5 Coins und 3 getauscht, ich bin stolz drauf. Schwarzer Stein, Explosion und was kommt raus? 2 blaue Herzen. Nee, ich brauche keine 10 Bomben. Nein, danke, doofes Ding. Nein, danke. Gegen Bomben. Ich bin ja schon in Caves 1, fällt mir auf. Ich bin auch schon in Caves 1. Das ging ja reichlich schnell, muss ich sagen. Ja, aber ich bin gerade 11 Minuten. Es ging viel zu schnell. Wir müssen zusehen, dass wir in etwa bei 30 Minuten sterben. Warum? Weil du ins Bettchen möchtest? Nein, aber damit wir mal einen 30 Minuten Part haben, den ich auch mal rendern kann, um zu gucken, ob alles funktioniert. Wird doch eh nicht funktionieren. Ja, ja, ja. Bleib mal ganz locker. Map. Wenn's funktioniert, machen wir Morrowind. Was? Machen wir was? Morrowind. Oder Oblivion. Nein, oder, danke. Skyrim. Ich glaube, Skyrim läuft bei mir nicht gut. Ja, das schaffen wir nicht, glaube ich. Hey, ein Pilz, was der wohl macht? Damage up. Pilz. Und damit habe ich jetzt 2 Damage statt einem. Ich habe irgendein Item, was ja total gut klingt. Eine Dead Scroll. Eine was? Dead Scroll, Mann. Eine Todesrolle? Ja. Du müsstest mir eigentlich sagen, was die bringt. Keine Ahnung. Soll ich das denn wissen? Bin ich Isaac? Du hast doch schon. Ja, du hast schon vorgesucht. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich das jedes Item kenne. Ich kann mich an das meiste ja gar nicht mehr erinnern, was ich hier gemacht habe. Ja, dann werde ich einfach probieren, die den Bossen die Fresse zu schieben. Vielleicht bringt ja was. Ja, ich glaube, das kommt immer gut. Aber bin ich eigentlich so schnell? Der flitzt hier voll lang. Vielleicht, wenn du Jesus bist. Chup! Oh, ein grüner Chop. Ein grüner? Das ist schon voll heftig. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, diese farbigen Gegner sind nochmal etwas stärker. Als die normalen. Ja, glaube ich auch. Weil ich die ja nahezu gar nichts davon nehme. Also die Death Squall, die macht mir ein Schutzschild anscheinend. Sicher, dass es nicht Shadow-Dingens ist? Ja, weiß nicht. Vielleicht macht die auch ein Random-Item. Das kann auch sein. Auf jeden Fall hatte ich gerade ein Schild, der konnte mich nicht ficken. Und danach hat er dich erst gefickt. Sehr löblich, muss schon sagen. Ja, der ist voll heftig immer. Vor allem spawnt der keine Raupen, spawnt irgendeine anderen Dinger, die auch schieben. Ich würde sagen, haha. Ach ja, hier war noch dieser schwarze Stein, den wollte ich auch noch in die Luft jagen. Und was kommen raus? 4 Bomben. Awesome. Jetzt gehe ich nochmal dahinter. Und freue mir einen Ast ab. Ah, dauert das ewig. Was dauert ewig? Na, Chub. So. Der Grüne. Verflucht, ich hätte gerne noch eine Münze gehabt. Den hätte ich mir diesen kleinen blauen Pilz kaufen können, von dem ich nicht weiß, was er macht. Es gibt einen grünen Pilz, der gibt dir ein extra Leben. Awesome, wie in Super Mario. Und, oh ja. Ist hier eine Münze? Ja, hier ist eine Münze, die hole ich mir. Bam. Und ich lasse mich natürlich von ihm hitten. Tot? Nee, ich hatte noch ein halbes Hit und hab mir dann von ihm anderthalb wieder zurückgeholt.
Wie hast du das denn gemacht? Ja, der droppt die doch, wenn er stirbt. Achso, er ist tot. Du hast ihn erledigt. Congratulations. Hey, Speed und Range Up. Gucken, da ist noch ein Herz auf der Karte eingezeichnet. Vielleicht kann ich mich da heilen. Todesfalle. Ich wette, das hängt hinter irgendeiner Dingenskirchens. Ja, ich habe 3 Herzen auf der Die sind alle hinter irgendwelchen Abgründen, wo ich nicht rüberkomme. Haben wir schon erwähnt, dass es hier ein Versus ist? Und dass wir uns gegenseitig nicht sehen? Nö, kann... Hey, Fistula. Ja, das passiert, wenn man viele Aufnahmen macht. Ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich jetzt nach einer Viertelstunde schon gesehen. Zumindest bei dir, bei mir... Zumindest auf... ja. Bei mir bin ich mir da noch nicht so sicher. Wir können auch irgendein anderes Spiel machen. Was du denn als Versus rennen hast? Dungeons of Dreadmore. Das willst du rennen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, wir können ja erstmal sehen, wie groß deine Parts hier dann werden und ob du mir die nicht vielleicht doch hochladen kannst, damit ich die dann auch verwende. Also ich habe mal geguckt, bei mir ist ein so ein 30-Minuten-Part unglaubliche 87 MB groß. Mit Camtasia auf 1280 mal 720. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bei Epic Battle Fantasy war bei mir auch immer 300 MB pro Part. Du hast doch irgendwelche dämlichen Einstellungen. Irgendwie so 100% Nein. Quali und was weiß ich nicht alles. Ja, 1000. Was hast du denn, 1%? Nein, 50. Das, was es mir vorgegeben hat. Ich will... Hauptsache ordentlich klein. Ah, fuck. Fast tot. Hey, ich könnte mir jetzt schon wieder dieses Ding freischalten. Oh, ich bin tot, weil da ein total fairen Gegner waren. Wir haben 17 Minuten rum, dann können wir noch. Dann kann ich nochmal anfangen. Yeah, ich schalte mir jetzt wieder I frei. Flupp. Indem ich einfach alles opfere, was ich habe. Ich glaube, ich habe meinen Safe nicht gelöscht. Aber ich hatte eh nichts. Ich habe meinen gelöscht. Yay, a dead bird has appeared in the basement. A curse has appeared in the basement. Ja, was bringt das, wenn er was appeared? Ich habe das noch nie gesehen. Weiß nicht, ich glaube, das kann dann da theoretisch spawnen, wenn du Glück hast. Caves 2. Fear the dark little... Au. So, ich brauche schon wieder nur Schlüssel hier in Basement 1 und hab keinen. Wow, das war delicious. Bomben. Bomben sind immer gut. Und Monstrous Tooth. Was? Ein Zahn. Oh, was cool. Der Zahn bringt. Oh, ein Penner. Was, ein Penner? Ja, ich geb dem mal einen Coin. Der gibt mir gar nichts, dann spreng ich ihn. Wow, er gibt mir eine Bombe. Tja, und so hat jeder bekommen, was er wollte. Bei dem Penner kann man dann wirklich ganz gute Items bekommen. Ja, ich hab da auch irgendwie eine Karte bekommen. Also, so eine Karte, eine Schatzkarte. Wow, und wie ich alles weglasere. Nee, Monstro schon wieder. Jetzt bräuchte ich nur so ein kleines Begleiterding, was für mich ballert. Und ich habe ein Item auf Space, was ich nicht mal benutzen kann. Das bringt mir das hin. Hä? Warum? Was? Keine Ahnung. Der komische Zahn, den kann ich nicht usen. Das ist lame, würde ich sagen. Alles tot gemacht hier. Na, verflucht. Ich hab voll den Todeslaser und keiner kann mich aufhalten. Sei beeindruckt. Ja, das wäre voll geil, wenn das jetzt so spät.
Nein, das wäre voll krass. Wir müssen eh mehr mitmachen, aber. Ja, wir spielen. Haben wir schon erwähnt, dass wir so lange, spielen, bis es einer von uns wirklich, wirklich durch hat. Das hatten wir schon im Team. Ja. Er könnte auch in irgendeinem der anderen Parts gewesen sein. Nee, ich glaube, das war gerade vor ein paar Minuten. Das war auch gerade vor ein paar Minuten, dass wir zum letzten Mal aufgenommen haben. Ja. Nein, jetzt hat er meine Kackbombe in Schlüssel umgewandelt. Haha. Mit dem Item Bombs Archie. Ja. Mit einer Pille. Tja, Kinder, Pillen sind böse. Nehmt sie nicht. Ach, keine macht den Drogen. Yay. Also ich wette, du nimmst selber welche. Nö, ich nehme eigentlich nie irgendwelche. Noch nicht einmal, wenn ich krank bin. Denn ich vertraue auf meine eigenen Regenerationskräfte. Wah, wah, wah. Autsch. Deine Morrowind-Kräfte. Jojo. Da bastle ich mir dann auch einen tollen Umhang der Regeneration. Ein Amulett der Regeneration, dann bin ich unaufhaltbar. Degeneration eher. Dann fallen dir die Arme und Beine ab. Ah. Wow. Und wie ich alles weglasere. Was ist das denn? HP ab. Cool. Wow. Weil ich 2 HP dazu bekomme, dafür bin ich jetzt total fett. Was bekomme ich hier? Eine Doktorfernsteuerung. Okay. Ah, okay, mit meinem Item kann ich Monstro rufen, der killt einen Gegner. Deswegen konnte ich nicht gegen ihn selber einsetzen. Das wäre ja auch ziemlich lame, nicht wahr? Ja, das muss man ja erstmal wissen, das steht da nicht dran. Ja, die schwarzen Kackinger, die mich eben geownt haben. So, und jetzt kann ich auch mal in den Shop gucken. Vielleicht gibt es da irgendwas Gutes für mich. Irgendwas. Bisschen Health-Abwehr wäre vielleicht nicht schlecht. Oder fände ich nicht übel. Hm, nö. Boah, ein gelber Fliegenkotzer. Aber ich nehme mal die Leiter hier. Denn mit der Leiter kann ich Brücken bauen. Und Brücken sind amazing. Damit kann ich jetzt in Löchern stehen. Kann man die immer benutzen oder nur einmal? Ich glaube, die kann man, ja, die kann man immer benutzen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Bomben, um mehr Brücken zu bauen, sondern... Ich glaube, das gibt auch so ein Satan-Item, womit man fliegen kann. Das ist natürlich dann auch ziemlich praktisch. Oh, komm schon, ich bin zu groß für den Typen. Fühl dich weggelasert, Meister. Ach, der Typ. Oh, ich krieg nur Schlüssel die ganze Zeit. Ich habe alles aufgeschlossen, was da war, und habe immer noch 5. Dieser Boss ist so lame. Welcher? Ich weiß nicht, wie er heißt. Dieser komische Fleischbrocken mit dem Gesicht. Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Oder Gurdy, meinst du den? Keine Ahnung. Der einfach nur in der Mitte rumsitzt und nichts macht. Ja. Ich glaube, das ist der schwerste, den es gibt. Wirklich? Ich finde den jedenfalls ziemlich schwer. Dem habe ich es gerade voll gegeben. Nein, verflucht. Dreck, jetzt habe ich auszusehen mein Item benutzt. Dieses dämliche Anarchiebuch. Huh. Hätte mich fast getötet. Das hättest du auch nie im Boss benutzen können, das ist doch schon vergutet, wenn du da sitzt. Ja, aber ich habe es danach benutzt, gerade als der Kampf zu Ende war. Ja, das ist ziemlich doof. Bisschen. Charge mal Laser.
Und hier ist nichts drin. Dann charge ich meinen Laser mal weiter. Kleiderbügel. Ich muss sagen, der Laser ist ziemlich OP. Keine Ahnung, ich glaube, das Messer ist auch OP. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, alles ist OP, was man hier kriegen kann. Naja. Weniges. Spritze. Speed and Range Up. Das ist so lame. Ich bin ja gerade in einem Raum mit solchen drei Zombies und ich habe mich in so eine Ecke geflüchtet hinter eine Grube und die können jetzt nicht mehr zu mir hin. Jetzt kann ich einfach hier stehen und sie töten, theoretisch. Okay, Monstro hat mir gerade so einen Gegner über so ein Loch gebackt. Also so ein Pimmel. So ein Pimmel? Was, das geht? Gibt doch den Raum, wo in der Mitte drei so eine Pimmel sind. Den hat er mir dann einfach darüber gebracht. Wow. Awesome. Also irgendwie habe ich hier nur solche leeren Räume, in denen nichts ist. Gar nichts. Ah, Bomber-Member. Ich will noch meinen Geschenkeraum haben. Erst dann bin ich glücklich. Geschenke für mich. Und was kriege ich? Das Einhorn. Nehme ich einfach mal mit. Einhörner sind spitzer. Jetzt hat Bumsaki, glaube ich, gar nicht gewirkt. Oder? Doch, er hat mir... Der tauscht die sogar. Ernsthaft? Hat er mir fünf Bomben... Er hat mir fünf Bomben für meine Schlüssel gegeben und drei Schlüssel für meinen Wurm. Was eigentlich total dumm ist. Wusstest du, dass es ein Item gibt, mit dem man 99 Schlüssel bekommt? Ja. Aber ich hab's noch nie gesehen. Das ist bestimmt auch voll OP. Wenn man dann noch Bombs A Key hat und Dingenskirchens, weißt du Bescheid. Ich glaube, das Beste ist, wenn man das hat, was Geld in Schaden umwandelt. Naja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie das skaliert, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei ziemlich hohen Geldmengen dann schon reichlich OP ist. Ja, bestimmt. Wenn man aber auch ein Dingens, wenn man reichlich Geld hat. Ich glaube, es gibt auch ein Item für Geld, oder? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Piep. Toller Boss, der wird mich garantiert kaputt machen. Ach, ich glaube, der ist einfach nur nackt und sitzt da. Ja, ich weiß. Aber ich habe ja nicht mehr viel Leben. Aber ich habe voll viele Bomben, deswegen mache ich ihn einfach mit Bomben tot. Einen nackten Fettsäcke hier. Hey, gewonnen. Hey, es ist Larry. Und er ist instant tot gegen meinen Laser. Laser ist OP. Ach, schon wieder Fistula. Das ist das Ding. Monstro 2. Mal gucken, wer besser lasern kann, Monstro.
Also ich finde Monzo 2 ist ziemlich heftig. Der hat mich ja vorhin einfach kaputt gemacht. Au. Toll, wir lasern uns hier gegenseitig an. Bombs Aki, yay. Schon meine dritte. Wirklich? Ja. Spiel lieb dich. Das war komisch. Ein halbes Herz und setze meine Pille ein, die mir auf volles Leben bringt. Yay. Warum hast du sowas? Weiß ich nicht. Weil ich OP bin. Ich will auch eine. Ich habe 7 Herzen so. Ich habe 2. Ja, dann ist ja voll in Ordnung, aber ich hab also viele. Aber ich habe nur eins übrig von ihnen. Ich habe auch nur noch eins. Aber da ist ein Jackpot-Raum. Da kann ich bestimmt ordentlich Herzen versprengen. Glücksradkarte. Ey, 2 Herzen. Nee, 1,5. Auch Leben. Pah. Oh, das war ein ziemlich intensiver Boss. Und ich hab's vorhin geschafft. Lebst du noch? Jo. Ah. Weil ich awesome bin. Awesome. Nein, Mann. Doch. Mal, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde wieder. Ah, ich hab's gleich durch. Keine Sorge. Bist du. Wo bist du? In. Devs 2. Ja. Ich will nur Caves 2. Ich musste gerade mein Einhorn einsetzen. Ich glaube, ich werde noch nicht mehr durchkommen. Was denn? Doctor's Remote. Ja. Nicht so toll. Was macht es denn? Irgendwie so ein Luftschlag, ein paar Sekunden. Ist doch nicht, awesome. Wo der herkommen soll in dem Keller? Das ist mir nebensächlich. Ich habe gerade neue Gegner entdeckt. Irgendwelche Würmer in Gelee. Ich habe sie gleich weggelasert. Das ist ein Boss, glaube ich. Wirklich? Oder? Nö, es war jetzt in so einem... Wow. Aber gut, dass mein eigener Monstrum mich versetzen kann. Mein Herz geklaut. Au. Na. Hey, Mom's Lipstick. Cool. Soll ich diese Pille einsetzen oder soll ich sie nicht einsetzen? Ja, setz sie ein und stirb an. Nein, ich habe eine Fliege bekommen. Boss. Ah, ich krieg Gurdy, Alter. Das ist der Behindertste. Ich fand, der ging eigentlich. Der hat viel zu viel Leben. Also ich muss dir sagen, dieser Handel mit dem Teufel war gar nicht so schlecht. Wieso? Weil dieser Laser voll imbar ist, wenn man ein bisschen was an der Attack-Speed hat. Und ein bisschen Damage.
Tot. Ich hasse diesen Boss, Mann. Ich hab, glaube ich, dreimal gegen ihn gekämpft, dreimal hat er mich gekillt. Ich bin jetzt schon relativ lang unterwegs und hatte kein Leben mehr gefunden hier. Oh mein Gott. Ja, dann mach mal hin, dass du stirbst. Ich bleib jetzt einfach im Menü, weil ich schaffe jetzt eh nichts mehr. Vielleicht habe ich es ja gleich geschafft. Dann kannst du mich, kannst du mir ja gratulieren. Hey, ich bin schon in den tiefen 2 und es sieht bis jetzt noch gut aus. Wie viele Herzen hast du? 2 und 3 von diesen Dings hier Herzen. Und ich habe noch das Einhorn und eine Fliege. Und 10 Bomben. Ich kann theoretisch alles kaputt machen. Auf meinem Screen gibt es jetzt nur noch das Hauptmenü. Das ist viel schöner als das, was du da machst. Ja, ganz genau. Ich kann mir ja meine ganzen Items angucken, die ich habe. Ja, schaut lieber bei mir zu. Ich bin viel awesome als... Ja. Du hast ja schon 200 Stunden länger gespielt. Keine 200 Stunden. Ich hatte eine und du hattest 10 im Steam. Stimmt doch gar nicht. Es waren nicht ganz 10. Nur 6 oder so. Das weiß ich. Halt es mir nicht vor. Doch, cheatest. Ich cheate gar nicht. Ich habe einfach nur voll den Imba-Luck und Imba-Skills. Es wird wahrscheinlich keiner merken, weil Pfeff schon wieder abgekackt ist. Also ich lade meinen Scheiß hoch. Kannst du machen, was du willst. Boah, sogar gegen 3 Larrys Würmer hier. Und alle gefistet. Langweilig. Mach. Los. Ja, tut mir leid. Hey, Motherbrain. Tot. Was macht das? Es spawnen 2 kleine Brains. The Fool. Ich kann ja im Prinzip jetzt machen. Wenn ich irgendwas aufmache, dann sieht man das ja, glaube ich, bei mir auf dem Screen. Du kannst ja jetzt auch einfach bei dir ein schwarzes Bildchen einblenden. Von wegen. Wenn du es dann bearbeitest irgendwie. Ja. Nee. Also auch uncool. Hey, ich bin ja vorm Bossroom. Bossroom! Ja, dann geh rein und verlier. Justice. Na, ja, das nehme ich einfach mal mit. Ist besser als eine unbekannte blaue Pille. Isaac vs. Mom. Wow. Wow. Ich wette, das ist jetzt voll spannend, auch wenn ich es nicht sehe. Was? Ich wette, das ist spannend. Ja, ein bisschen. Aber irgendwie auch relativ simpel, muss ich sagen. Keine Ahnung, ich zumindest hier noch. Weiß ich nicht. Sie ist halb tot. Ich wollte eigentlich 3 Minuten warten, nicht 50. Na, sind wir doch noch knapp drüber. Ich weiß gar nicht, was du hast. Au. Du musst ja nicht mehr irgendwas machen. Du kannst ja schon gehen. Ich schaff das hier auch alleine ohne dich. Nein, ich lasse die Aufnahme trotzdem laufen. Ich jetzt wahrscheinlich gerade mein Steam-Ding genau im Bild habe. Au.
Kannst ja mal reinziehen, dann sieht man, was ich alles für tolle Kackspiele hab. Nur das Beste vom Besten. Oh ja. Obwohl in meiner Steamliste eigentlich gar nicht so viel drin ist. Yeah, voll krass. Hey, ich hab sie voll defeated. Krass. Awesome. Wollen wir jetzt Katzen? Nein, warte. Die Katzen in deinem Partner rein. Hallo, ich höre ja gerade den Epilog. Das Ende der Geschichte. Also kann ich bei mir im Prinzip schon einen Cut machen, oder? Kannst du. Ja. Oder du willst das dann auch. Willst du noch was abschließen sagen? Ich hab's geschafft. Yay! Yeah. Nur noch 10 Mal. Ja, aber die nächsten 10 Male werden schwerer. Wirklich? Oh, scheiße. Okay. Ja, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Binding of Isaac weiterhin spielen. Ganz genau. Die Credits hier braucht man nicht durchlaufen lassen, oder? Keine Ahnung. Ich werde deinen Abspann bei mir wahrscheinlich... Ach doch, ich muss ihn ja zeigen. Ja gut, dann mach, was du willst. Ich werde jetzt einen Cut machen. Jo, tu das. Cool. Awesome. Ich glaube, ich werde bei mir dann hier den Ton rausschneiden. Und sobald diese Sequenz dann fertig ist, werde ich noch etwas sagen. Für meine Zuschauer. Es hat geklappt. Hey, Loki. Der sieht hier lustig aus. So, dann gehe ich mal kurz auf K. Bis gleich. Yeah. Ich hab's voll geschafft. So. Nachdem Riven jetzt weg ist. Mwahaha. Kann ich sagen, yo, das war cool. Und schalt auch im nächsten Part ein, wenn ich es dann noch einmal probiere. Und dann geht es ja tiefer hinunter. Und ja, wer weiß, was wir da Schönes finden werden. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Derfer und Riven vom Klo aus oder so. Bis dann.